So Leute, willkommen zurück hier bei Let's Play Mod and Blade Warband Staffel 3, Folge Nummer 221 sollten wir sein. Und wer die letzte Folge nicht gesehen hat, unbedingt einschalten, ja. Denn da wurde ein bisschen rumgenoobt, aber nur ein bisschen. Aber kein Ding, man kann ja nicht immer perfekt spielen, ne? Gut, jetzt heißt es erstmal, Leute, ne? Erstmal hauen wir jetzt erstmal unseren guten Elite-Trupp rein. Na komm, nehmt mal eure blöden Gefangenen. Alter, die machen ja gerade richtig Remi-Demi, oder was? Wer fuckt mich denn jetzt hier so ab? Das sind die Grünen, ne? Die gerade meine ganzen Dörfer kaputt machen. Gefällt mir nicht so. Obwohl, das haben die doch letztens erst angegriffen. Warum steht das Dorf denn noch? Ich weiß es nicht. Das wird aber überfallen. Guck mal einer an, den holen wir uns. Gut, das war unnötig. Fuck. Quietschstuhl, das hat uns erstmal Zeit gekostet. Ah, das ist sogar schon geplündert. Ah, das ist ein bisschen blöd. Na gut, gehen wir erstmal zum Marktplatz und dann holen wir uns erstmal ein bisschen Stuff. Ne, keine Garnison. So, komm hier. Werten wir mal die ganzen Bauern auf. So, perfekt. Ne, komm, jetzt geh mir doch nicht auf den Sack, mein Freund. Guck mal, ich bin doch sogar schneller. Nee, kein Frieden. Ich bin sogar schneller, ey. Zwar nur 0,3, aber ich krieg dich, mein Freund, ey. Oh, kann ich ihn für mich? Ah, ja, gut, ey. Habe ich schon gedacht, ich kann mir hier den für mich gewinnen. Aber sieht nicht so aus, leider. Ah, dann machen wir den halt eben mal schnell, ne? Ich habe ihm die Wahl gegeben, ne? Er hätte einfach zu mir kommen können. Da wäre es safe gewesen. Und ich hätte ihn gut behandelt. Wow, den hat's zerrissen. Gott, Alter, wann haben wir das letzte Mal gegen saranidische Qualität gekämpft, ne? Wann habe ich das letzte Mal ein Schwert geschwungen, ey? Ich treffe ja gar keinen. What the f- Hallo? Danke. What the fuck? Oh Männer, alle jetzt im Angriff bitte. Hat lebt immer noch. Okay, jetzt nicht mehr. Hallo, warum treffe ich denn gar keinen? Was ist denn los hier? Was blocken die denn alle hier? Oh, guck mal, den töte ich. Oh, der hat auch geblockt. What the fuck? Sind hier irgendwas hat sich verändert, ne? Das fühlt sich nicht so an wie immer. Irgendwas ist anders. Ich weiß zwar nicht was, aber. Guck doch mal an! Mein Schwert ist viel kürzer. What the fuck? Schon wieder. Jetzt aber. Da kommen die Flüchten schon, ne? Der überfällt eiskalt meine Dörfer. Unhöflich sowas. Ich überfall auch nicht eure Dörfer, ja? Und machen zwar meine Fürsten, aber ich mache es nicht. So, nice one. Perfekt. Perfekt. Aber er ist geflohen. Hätte ich lieber die Freiheit geschenkt. Ich bin ja ein Ehrenmann. Ehrenwertung 60, ja. Also auch nett schlecht. So. Das wäre eigentlich auch ganz geil zu erobern, ne? Warte, 133er war da drin. Gut, der König. Der ist sowieso gefickt. Der kann nichts mehr machen. So, und wir brauchen immer noch Elite-Trüppchen. Oder besser gesagt, einen vollen Trupp. Die sind ja immer noch nicht voll. 139 hätte ich gern. Oh, vielleicht geben die mir wieder direkt was. Okay. Hat die mit den Nords Waffenstillstand? Stimmt, ich glaube, ich habe den mal Waffenstillstand geben, ne? So akzeptiert. Aber jetzt ist der Waffenstillstand schon vorbei. Jetzt können wir eigentlich direkt wieder los draufhauen. Aber gut, wenn ich jetzt wieder Krieg erkläre, dann hassen die mich ja wieder alle. Lage in der großen Halle Kulmar, was weiß ich. Können wir ja gleich mal hingehen. Na komm, jetzt haben wir 126 sollte reichen. So, komm, hier Armbrustschützen haben wir jetzt auch wieder ein paar.
Fußsoldat hier, bam, 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 draufhauen. So, wo ist die nette Burg denn? Die ist irgendwie unten, oder? Habe ich so das Gefühl? Nee. Burg C, ey, Burg C, Burg C. Wo ist er denn? Oh, das hat er auch erobert. Nice one, Junge. Der Borscher macht richtig viel Arbeit. Respekt. Er macht ja alles von alleine. Alles. Komm, wo ist die Burg? Ich werde 10.000 von euch haben sie wieder gesehen. Naja, nur ich bin gerade irgendwie... Es ist aber schon eine Burg gewesen, oder? Hat sich jetzt nicht nach einer Stadt angehört. Oh, da hinten sehe ich doch... Ne, das ist ein G. Ach, hier. Hier ist doch. Können wir gleich mal hinreiten. Der Ausbilder kann ja währenddessen ein bisschen ausbilden. Ja, wir sind sogar schon da. What the fuck. Ist sowieso noch keiner da. Guck mal, hier können wir eigentlich auch nochmal hingehen. Die hassen mich zu sehr. Die wollen mir keine Rekruten geben. Hä? Jetzt ist da keiner drin. Ich verstehe es nicht. Ich habe gedacht, da wäre jetzt ein dickes Gelager am Start, ey. Aber anscheinend nicht. Egal. Egal, brauchen wir nicht. Wir müssen nur ausbilden. Oder ist da ein Gelage? Nee, nicht mal. Das ist alles verarscht, Alter. Meine eigenen Fürsten verarschen mich. What the fuck. So, gut. Können wir ganz kurz nach Suno gehen. Können wir mal checken, ob irgendwo... Ob da wieder Leute sind, die sich uns anschließen wollen. Ich meine, warum nicht? Können ja alles nehmen, was geht. Ja, komm, nehmt eure blöden Fürsten. Alter, wie viele Leute das sind. Können wir wieder ein Gelage veranstalten, ne? Komm hier, komm ran, komm ran. Komm, wir sind alle aus verschiedenen Reichen, ne? Krass. Gehen alle jetzt zu mir. Das sind teilweise auch wieder Leute, die schon mal bei mir waren und mich verraten haben, aber gut, egal. Ja, nee, warte mal. Gelage. Kann ich noch nicht. Ja, 5 Tage muss ich noch warten, leider. Schade. Gut, dann können wir den Ausbildern... Oh, Alter, so viel Rot. Oh Gott. What the fuck? Oh, ich wollte mich nicht cheaten. Tut mir leid, wollte ich nicht. So, komm hier, Meisterschütze. So, wollen wir das haben. Hätte ich jetzt aber schon gerne. Ah, egal. Wir können ja mal... Was können wir denn machen in der Zeit, ne? Wollen wir uns irgendwo einen Typen suchen und den mal zerstören? Gehen wir da mal hier hin. Und fighten ein bisschen. Ich meine, die Folge ist ja noch jung. Oder wir chasen einfach den. Wir haben gleiche Geschwindigkeit, aber irgendwann kriege ich den locker. Weil die laufen ja immer dumm im Zickzack. So, dass man die halt irgendwann... Irgendwann kriegt man sie... Oh, jetzt bin ich ein bisschen dumm gelaufen. Warte mal. Okay, gut. Ich habe schon gedacht... der hat gerade Dorfbauern angegriffen. Hat er aber nicht. Ein Glück. Oh, Jungs, kommt doch alle zum Angriff, bitte. Ich habe zwar keine Kontrolle über euch, aber bitte, Jungs. Die 28, da müssen wir jetzt keine Taktik machen. Also, bitte, Jungs. Wie viele Reiter habe ich eigentlich? Was soll denn das? Warum ist das Gebiet hier so scheiße bergig? Das will ich auch nicht. Das läuft nicht so, wie ich es will. Übrigens könnte ich mir eigentlich mal einen Bogen holen, oder? So einen neuen. Der glaube ich gar nicht so schlecht. So. Ein neues Schwert. Ja, besser gesagt, mal irgendwo nach dem besten Schwert suchen, das gibt. Können wir eigentlich auch mal gleich machen. Ein Abstecher. Ins noch Wegereich. Dann schauen wir mal. So. Guck mal, die flüchten schon wieder alle. Was soll denn das? Oh nein. Oh, jetzt habe ich einfach verfehlt. Aber die machen den schon. Hoffe ich zumindest. Oh, da hinten flüchtet einer. Nein, er darf nicht flüchten. Komm, Pfeile müssen ihn treffen. Aber der macht doch leider. Ja, der ist leider weg.
aussehen? Okay, er hat es geschafft. Schade, egal. Egal, so, wir haben 2 Minuten Zeit, um schnell in den Norden zu gehen. Kein Ding, ich helfe doch gerne. Trupp gewinnt auch wieder Moral, das ist sehr gut. Komm, geh mal schnell dahin und schau mal nach der besten Waffe im Game. Weil die sollte da, glaube ich, irgendwo sein im Wegereich. So. Marktplatz der Waffenhändler. ...48 Stoß hat leider keinen Stoß, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie besser ist. Aber gut, Leute. Aber gut, so. Ja gut, dann gehen wir mal hier hin und schauen mal, dass wir irgendwie ein paar Leute bekämpfen, damit unsere eigenen Leute. Das gehört auch noch nicht uns, Das könnte so viel gehören, aber ohne Witz, das Wegereich ist eigentlich auch noch relativ groß, ne? Die haben locker noch 3 Städte. 1, 2, 3 Städte haben sie noch. Genauso wie die gelben, what the fuck? Not bad eigentlich, ne? Not bad. Aber gut, wir begeben... Oh, guck mal, wie meine Leute sogar hier rumschwirren, Und Faxen machen, finde ich gut. So, Kledi ist aufgestiegen, GZ. Alter, Graf... Oh mein Gott, der hat uns mal verraten. Hammergeil, den töten wir. Der hat uns verraten. Ist zwar bergiges Land, aber... Komm, was soll's. Obwohl, geht aus. Es sieht sogar relativ schön aus. Sehr gut. Der Verräter tötet ihn. Gott, der war mal, glaube ich, richtig gut. Und dann einfach... Guck mal da, da kommt er schon angeritten. Der opfert sich schon direkt. Der weiß, dass er tot ist. Aber guck mal, ich mach den persönlich. Oder auch nicht. Die Männer, ist es jetzt eigentlich... Ja, natürlich, das ist... Oder? Das ist doch ein NPC da, ne? So wie Nisa und so. Und Kleti, was weiß ich. Jemand hat den Schenken betrifft, ne? Ich glaube schon. Mieser Verräter. Dem hätte ich so viel anfangen können. Hätte schön meinen Kavallerietrupp stecken können und dann... Oh lol, wie sein Schild schon instant kaputt... Nee, obwohl. Da ist es noch. Oh Gott, tötet es. Mein Pferd ist schneller, mein Freund. Brauchst eigentlich gar nicht versuchen wegzurennen. Oh Gott, sein Pferd ist schneller. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss irgendwie sein Pferd töten. Jetzt habe ich's. Oh, ich habe ihn sogar auch bekommen. Okay, Leute, das war's auch schon wieder mit der Folge, ne? Da würde ich sagen, ne? Wenn es euch wie immer gefallen hat, ne? Haut da rein mit den Likes, würde mich sehr freuen. Ah, ich würde dich gern gefangen nehmen, aber... Ich schenke dir die Freiheit, mein Freund. Mein alter Freund. Ah gut, Leute, ne? Wie schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, haut ein paar Likes rein, würde mich sehr freuen. Und ja, das war's mal wieder. Nächste Folge dann wieder Elite-Trupp und dann machen wir irgendwann... Ishamur, wie auch immer man es ausspricht. Und ja, Leute, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, wie immer. Und ja, ciao.